Nordkorea, abgeschottet vom Rest der Welt. Regiert von einem Diktator. Ein Land, dessen Menschen unter internationalen Sanktionen leiden, weil ihr Herrscher die Welt in Angst und Schrecken versetzt. Eine Reise durch das wohl verschlossenste Land der Welt. Zwischenstopp Peking. Von hier aus geht es nach Pyongyang, der Hauptstadt Nordkoreas. Angespannt besteigen wir die Tupolev der nordkoreanischen Staatsairline, der einzigen Fluggesellschaft, die noch auf dieser Strecke fliegt. Hallo. Entschuldigung, bitte keine Kamera. Wie leben die Menschen in diesem Land, aus dem so wenig nach außen dringt? Diktator Kim Jong-un hat eine Reihe von Interkontinentalraketen getestet und droht, seine Raketen könnten mit ihren Atomsprengköpfen jeden Ort in den USA treffen. Doch er sucht auch die Annäherung an Südkorea. Eine gemeinsame Delegation bei den Olympischen Winterspielen soll ein Zeichen setzen. Ankunft in Pyongyang. Als erstes werden wir durchsucht. Unsere Laptops und Telefone werden gescannt, Bücher, die verdächtig erscheinen, konfisziert. Und dann begrüßen uns die Mitarbeiter vom Kulturministerium. Herr Han und Herr Pak werden 2 Wochen lang wie unsere Schatten sein. Ihr Auftrag, unsere Dreharbeiten auf Schritt und Tritt zu kontrollieren. Nur wenige Straßen sind beleuchtet. Plötzlich, unser Wagen bremst. Im Angesicht der Führerstatuen gilt Schritttempo fahren. Unsere Bewacher ziehen gleich mit uns in das Hotel namens Pyongyang ein. Erste Regel: Wir dürfen das Gebäude nicht ohne sie verlassen. Der erste Morgen in der Hauptstadt von Kim Jong-uns Reich. Rund 3 Millionen Menschen leben hier an den Ufern des Taedong-Flusses. In Pyongyang zu wohnen ist ein Privileg. Der Staat regelt, wer hierher ziehen darf und wer nicht. Wir treffen auf die sogenannten Motivationsbrigaden, die an vielen Straßenkreuzungen die Werktätigen der Hauptstadt auf ihrem Weg zum Arbeitsplatz aufmuntern. In Begleitung von Herrn Hamm und Herrn Pak vom Kulturministerium brechen wir zu unserem ersten Ausflug in den koreanischen Alltag auf. Und lernen sofort, spontane Interviews sind eigentlich nicht erlaubt. Nicht nur, dass wir niemanden ansprechen dürfen, auch den Nordkoreanern ist es verboten, mit Ausländern in Kontakt zu treten. Volleyball sei gerade die beliebteste Freizeitsportart im Lande, erklären unsere Begleiter. Und Tennis sei ebenfalls ein Trend. Dann gestatten sie uns doch noch, einen Spieler anzusprechen. Warum ihm der Sport wichtig sei, fragen wir. Unser Volk muss sich fit machen, um sich gegen die Amerikaner wehren zu können. Gemeinsam werden wir die Feinde besiegen. Das ist die oberste Pflicht unseres Volkes. Haben Sie denn Angst vor einem amerikanischen Angriff? Ja. Wir machen uns keine Sorgen. Wir sind vorbereitet. Überall in der Stadt riesige Porträts der großen Führer. Kim Il-sung und dessen Sohn Kim Jong-il, dem Vater des jüngsten Diktators des Kim-Clans, Kim Jong-un. Der Triumphbogen ist Kim Jong-uns Großvater gewidmet.
dem ewigen Präsidenten. Uns begrüßt die offizielle Fremdenführerin. Frau Kim erzählt uns stolz, dass dieser Bogen sogar 5 Meter höher sei als sein berühmtes Vorbild in Paris. Hier oben sehen Sie den Text unseres geliebten Kim Il-sung-Liedes. Nach dieser patriotischen Gesangseinlage geht es ins Innere. Dort erwartet uns ein Video über das Monument, sogar mit deutscher Übersetzung. Ein für ewig überlieferndes Denkmal der Revolution trägt die erhabene Idee des großen Führers Genossen Kim Jong-il, der die große Leistung des großen Führers Genossen Kim Il-sung, die Wiedergeburt des Vaterlandes, von Generation zu Generation überliefern will. Staatsgründer Kim Il-sung hat einen Kult um sich und seine Familie erschaffen, der eher den Dynastien von Pharaonen gleicht als einem modernen Staatsgebilde. Pyongyang ähnelt im Vielem einer russischen Stadt. Auch Chinas Einfluss ist unverkennbar. Was der jüngste Spross der Familie Kim in seiner Hauptstadt verkünden lässt, ist nicht nur Gesetz, sondern auch Verheißung. Unser verehrter Marschall Kim Jong-un hat dazu aufgerufen, eine Weltmacht des Sports, der Wissenschaft und der Ökonomie zu errichten. Sport ist im Moment sehr populär und wir wollen noch besser werden. Nordkorea, eine Weltmacht des Sports? Tatsächlich gibt es zahlreiche neu erbaute Sportstätten. Nicht kleckern, sondern klotzen. Im Eisdom, der Platz für 6000 Zuschauer bietet, trainieren die Nationalmannschaften. Eiskunstlauf ist der Sport, in dem Nordkorea die größten Chancen auf internationale Erfolge hat. Unser Präsident Kim Il-sung hat dieses Stadion 2-mal besucht und unser großer Führer Kim Jong-il 7-mal. Auch unser hochverehrter Marschall Kim Jong-un hat uns 4-mal besucht. Besuche des Führers sind Ehre und Verpflichtung zugleich. Sportliche Erfolge dienen nicht dem individuellen Karrierestreben, sondern sind ein Dienst an der Nation und ihrem Führer. Durch die große Fürsorge der Väter unserer Nation kann die Arbeiterklasse hier hart für ihren Erfolg trainieren. Wir sind in allen Wintersportarten sehr gut vorbereitet, sodass unsere Sportler noch viele Siege für den hochverehrten Marschall erstreiten werden. Mun Soo Il ist schon bei internationalen Wettbewerben angetreten. Was ist Ihr größter Traum als Sportler? Ein Foto mit dem verehrten Marschall Kim Jong-un. Ein 18-Jähriger trainiert mit seiner 12-jährigen Partnerin, einem Leichtgewicht. Das erleichtert Hebe- und Wurffiguren. Doch Altersunterschiede wie bei diesem Paar sind bei internationalen Wettbewerben nicht erlaubt. Der Trainer des Paares hat dafür wenig Verständnis. In Österreich wurden wir vor einiger Zeit wegen des Altersunterschiedes nicht zugelassen. Wir mussten dann mit einem älteren Mädchen starten und haben nichts gewonnen. Wird das nordkoreanische Team von Europäern oder Amerikanern manchmal seltsam angeguckt? Ich glaube, auch diese Art von Fragen ist nicht zielführend. Wenn Sie was über Sport wissen wollen, stellen Sie bitte Fragen zum Sport. Eine klare Zurechtweisung, garniert mit einem höflichen Lächeln. Unsere Begleiter führen uns zu einem weiteren Schmuckstück Pyongyangs, der U-Bahn.
Ihre Stationen gehören zu den tiefstgelegenen der Welt. Im Kriegsfall sollen sie Schutz vor Luftangriffen bieten. Geschützt oder besser abgeschirmt werden die Menschen auch vor unabhängigen Medien. Das Internet ist in Nordkorea verboten. Eine unabhängige Presse gibt es nicht. Einzige Informationsquelle: die öffentlichen Zeitungen, in denen nichts außer Propaganda zu lesen ist. Die alten U-Bahnen stammen aus West-Berlin. Modell Dora, hergestellt in den 1950er und 60er Jahren. 1997 wurden sie nach Nordkorea verkauft. Eingeritzt in die Fensterscheiben, Spuren vermutlich von Berliner Jugendlichen. Und auch in der U-Bahn Dauerbeschallung mit Propaganda. Wir dürfen eine Station mitfahren. An der Haltestelle Blühendes Licht kommandiert man uns wieder hinaus. Themen der Revolution geben den Stationen ihre Namen. Wir wollen wissen, ob es möglich ist, bei uns zu Hause anzurufen. Nordkoreaner, das hat man uns erklärt, dürfen nicht ins Ausland telefonieren oder mailen. Doch für uns Ausländer gelten Sonderregeln. Seit 2007 könne man SIM-Karten für Smartphones kaufen, sagt unser Begleiter. Das kostet $200 für die SIM-Karte und den Internetzugang. Mit Bearbeitungsgebühr macht das insgesamt $350. Es funktioniert, oder? Schriftlich muss ich zusichern, dass ich das Handy niemandem weitergebe. Ja, dann versuche ich es mal. Es funktioniert. Ist es denn auch möglich, dass sich Nordkoreaner eine solche SIM-Karte kaufen? Oder dürfen das nur Ausländer? Vielleicht ist das möglich. Aber wir haben unser eigenes Intranet und damit sind wir zufrieden. Gibt es denn sowas wie einen Schwarzmarkt für SIM-Karten? Nein. Sie müssen wissen, unser Land ist der sicherste Platz auf der Welt. Hier gibt es keine Kriminalität, keine Morde oder so etwas. Ein Schwarzmarkt existiert hier mit Sicherheit nicht. Dann brauchen Sie auch keine Gefängnisse. Nein, natürlich nicht. Geflohene Nordkoreaner berichten anderes. Und auch Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International gehen davon aus, dass es allein für politische Gefangene 4 Straflager gibt, in denen mindestens 120.000 Menschen festgehalten werden. Mit unseren Begleitern dürfen wir darüber nicht sprechen. Wir besuchen den Kindergarten Kyongsang. In Pyongyang wohnen zu dürfen, ist ein Privileg. Ein noch größeres, wenn die Kinder eine solche Einrichtung besuchen. Denn es ist die Elite von morgen, die hier erzogen wird. Wir unterrichten Sport, weil er den Körper stärkt und ihn gesund und widerstandsfähig macht. So werden diese Kinder in der Zukunft unser Land weiter erblühen lassen. Von 8 Uhr morgens bis 17 Uhr werden die Kleinen hier betreut. Heute malen sie Schneemänner. Mucksmäuschenstill und diszipliniert. Keiner stört. Und dann plötzlich Stromausfall. Alle bleiben erstaunlich gelassen. Sowas kommt hier öfters vor. Musik
Die fünfjährige Kam Kong-sun ist der Star des Kyongsang-Kindergartens. Präludium in D-Moll von Johann Sebastian Bach. Angeblich nach nur einem Jahr Klavierunterricht. Wer Talent besitzt, wird gefördert und gerne vorgezeigt. Noch ein Highlight: Das Kindergartenorchester gibt eine Sondervorstellung. Im Dreivierteltakt, uns zu Ehren. Draußen sind inzwischen die Bürgersteige voller Menschen. Die ganze Stadt scheint auf den Beinen zu sein. Ein Buskonvoi wird erwartet. Wir haben keine Ahnung, was hier vor sich geht, wollen spontan filmen. Doch Herr Hamm und Herr Pack, sichtlich nervös, schicken uns zurück in den Wagen. Keine Kamera mehr. Es gelingt uns trotzdem, einige Aufnahmen zu machen. Alle Straßen sind blockiert, kein Weiterkommen. Der Ablaufplan für unsere Dreharbeiten, über Monate vom Ministerium vorbereitet, ist ins Stocken geraten. Was ist hier los? Nach mehrmaligem Nachfragen erfahren wir, die Wissenschaftler, die am Atomprogramm arbeiten, werden gerade in Reisebussen zum Kongresszentrum gefahren. Und die Menschen am Straßenrand jubeln. Wir aber werden weggefahren, schnell in eine Seitenstraße, Blick auf eine Hauswand. Einer aus unserem Team ist an diesem Tag im Hotel geblieben. Ein glücklicher Zufall, denn aus dem Hotelfenster beobachtet und filmt er, was wir nicht sehen dürfen. Ein Buskonvoi, von der Menge gefeiert, denn die Insassen gelten als Volkshelden. Im Hotel geht plötzlich die Tür auf, die Zimmermädchen kommen rein. Unser Kollege erwischt beim Filmen. Mittlerweile ist der Konvoi durch, der Jubel vorbei. Schon auf dem Rückweg ins Hotel werden unsere Begleiter informiert über die verbotenen Aufnahmen unseres Kollegen. Man befiehlt uns, das Filmmaterial zu löschen, andernfalls könne man für unsere Sicherheit nicht garantieren. Heimlich kopieren wir die Bilder, bevor wir sie löschen. Schon vor Beginn unserer Reise wussten wir bewegen uns im totalen Überwachungsstaat. Nun haben wir gelernt, dass auch Zimmermädchen wachsam sind. Es geht den Einwohnern Pjöngjangs prächtig. Das will man uns zeigen. Freizeitvergnügen schafft gute Laune. Das hatte schon Kim Jong-il, der Vater des gegenwärtigen Diktators, erkannt. Bowlingbahnen, Eislaufhallen, Hallenbäder. Getoppt wird das alles vom größten Spaßbad Nordkoreas, dem Munsu-Wasserpark. Arbeiter aus dem ganzen Land werden extra nach Pjöngjang gebracht, um die Errungenschaften des Systems zu bestaunen. Die Botschaft: Was ihr hier seht, können in Zukunft alle haben. Wenn ihr hart genug arbeitet, dann geht es euch auch bald genauso gut wie den Leuten in der Hauptstadt. Ich möchte Sie freundlichst bitten, im Eingangsbereich nicht zu filmen. Nach der Statue dürfen Sie wieder Bilder machen. In der Eingangshalle eine Statue Kim Jong-ils, des verstorbenen Erfinders von Nordkoreas Spaßkultur. Wenn Sie die Statue doch so mögen, warum ist es nicht erlaubt, sie zu filmen? So lautet die Hausordnung.
Eine Pipeline versorgt das Spaßbad mit Meerwasser, obwohl die Küste 40 Kilometer entfernt liegt. Auch hier sorgen unsere Begleiter für Abstand zwischen uns und den Besuchern. Nach längerer Diskussion wählt Herr Hamm einen Gesprächspartner für uns aus. Ich komme vom Land und besuche mit einer Delegation die Hauptstadt. Nach vielen anderen Stationen sind wir heute in diesem Schwimmpalast. Ich spüre hier die Liebe des verehrten Marschalls Kim Jong-un. Allein zu unserer Freude hat er dieses Schwimmbad errichten lassen. Das bewegt mich so sehr, dass ich es nicht in Worte fassen kann. Lob, das einstudiert wirkt. Für den Führer und seine Liebe zum Volk, die sich in allem ausdrückt. Man zeigt uns Restaurant, Café und den Friseursalon. Hier sehen Sie unsere wunderschönen Frisuren, die die koreanischen Damen wählen dürfen. Im Salon benutzen wir nur die besten Geräte, da unser verehrter Marschall will, dass unsere Frauen und Männer nur das Beste bekommen. 18 Frisuren für Frauen, 10 für Männer. Wer eine solche Frisur trägt, zeigt auch äußerlich seine Treue zum System. Das System einer Dynastie, die ihre eigene Welt erschaffen hat. Sogar mit eigener Zeitrechnung. 1997 führte das Regime einen neuen Kalender ein. In ihm gilt als Stunde Null die Geburt des Staatsgründers, des ewigen Präsidenten Kim Il-sung. In Nordkorea schreibt man also das Jahr 107. Die schöne neue Welt Pyongyang beherbergt sogar einen Reitclub. An Noblesse kann er es mit westlichen Edelställen durchaus aufnehmen. Auch hier Besuchergruppen vom Land, die zum Gucken und Staunen angereist sind. Unsere Beobachtung? Wer hier zuschaut, gehört zum einfachen Volk. Wer hoch zu Pferd sitzt, scheint einer höheren Gesellschaftsschicht anzugehören. Dies ist der erste und einzige Reitclub in unserem Land. Aber wir planen in anderen Städten noch viele mehr. Die Pferde? Hannoveraner aus Deutschland und Quarter Horses aus England. Wie die edlen Tiere trotz des Embargos hierher kamen, bleibt im Dunkeln. Der verehrte Marschall hat diesen Reitclub eröffnet, damit jeder einzelne Koreaner die Möglichkeit hat zu reiten. Die Bevölkerung Nordkoreas wird auf rund 25 Millionen geschätzt. Dass sie jemals alle reiten werden, eher unwahrscheinlich. Es geht wohl eher darum, die Idee vom idealen Land in den Köpfen lebendig zu halten. Dank der Liebe des verehrten Marschalls Kim Jong-un ist dieser junge Mann hier zu Besuch. Er ist nicht aus Pyongyang, sondern vom Lande. Which is the Hwanghae-bukdo. Hwanghae-bukdo, Goksan. Goksan County in North Hwanghae Province. Für ihn ist der Mirim-Reitclub unerreichbar. Nur die Elite des Landes reitet hier. Durchs dunkle Pyongyang geht es zurück ins Hotel. Immer wieder sehen wir Uniformen. Mit 1,3 Millionen Soldaten verfügt Nordkorea über die viertgrößte Armee der Welt. Am nächsten Morgen verlassen wir Pyongyang durch das Tor namens Wiedervereinigung. Gemeint ist die mit Südkorea. Auf dem Weg in die Berge sehen wir kaum Autos auf den Straßen. Unser Ziel? Das größte und modernste Skigebiet Nordkoreas. Masik-ryong mit seinem 2014 erbauten Luxusresort.
Die Bergkette Masik liegt an den Ausläufern des Taebaek-Gebirges, das sich durch die ganze koreanische Halbinsel zieht. Immer wieder sehen wir auf unserem Weg gewaltige Panzersperren. Minus 20 Grad Außentemperatur. Kälte und schlechte Energieversorgung. Die internationalen Sanktionen machen Nordkorea schwer zu schaffen. Das wird uns immer klarer. Solche Arbeitsbrigaden, die mit einfachstem Werkzeug versuchen, die Straße eisfrei zu bekommen, begegnen uns mehrfach. Jedes Dorf betreut einen Streckenabschnitt. Das lokale Volkskomitee bestimmt, wer raus auf die Straße muss. Wir wollen aussteigen und mit den Arbeitern sprechen. Doch das ist unerwünscht, mal wieder. Nach 5 Stunden erreichen wir das Haupttor des Skiresorts. Und da heißt es, wir dürfen nicht passieren. Selbst unsere Aufpasser wissen nicht, warum. Seit Monaten sind wir angemeldet für eines der großen Vorzeigeprojekte. Aber irgendetwas scheint schief zu laufen. Nach langem Hin und Her überbringt uns Herr Hamm die schlechte Nachricht. Es wurde uns gesagt, dass es keine Möglichkeit gibt, das Hotel zu besuchen, da es ein Problem mit der Elektrizität gibt. Ist es denn nicht möglich, das Hotel einfach nur zu besuchen, um ein paar Aufnahmen zu machen? Das ist nicht möglich. Die Ausrede klingt fadenscheinig. Den wahren Grund, warum wir das Skigebiet nicht sehen dürfen, erfahren wir nicht. Die Panne im Ablauf bedeutet improvisieren. Da der Rückweg nach Pyongyang zu weit ist, müssen wir in der nächsten größeren Stadt Wonsan übernachten. Unsere Aufpasser sind im Stress. Denn im Normalfall darf kein Nordkoreaner, geschweige denn ein Ausländer, eine Stadt ohne Voranmeldung betreten. Auf unseren Besuch ist man nicht vorbereitet. Wonsan ist Provinzhauptstadt und liegt am Japanischen Meer, das in Süd- und Nordkorea Ostmeer heißt. Als erstes organisieren unsere Begleiter eine Unterkunft. Die Lobby des Hotels, ungeheizt und bitterkalt. Es wird hektisch telefoniert, denn wir brauchen eine Übernachtungsgenehmigung vom Volkskomitee. Und die dauert. Einziger Zeitvertreib? Propagandafilme im Fernsehen. Im Hotelzimmer bekommen wir zu spüren, was die Sanktionen bedeuten. Kein Öl, kein Gas aus China und Russland. Heißt keine Wärme. Obwohl alle Thermometer im Zimmer stolze 30 Grad anzeigen, sind es tatsächlich kaum mehr als 8 Grad. Das warme Wasser ist rationiert auf 2 Stunden täglich. Auch in Wonsan dürfen wir das Hotel nicht ohne Aufpasser verlassen und erleben einen Blackout der gesamten Neustadt. Am nächsten Morgen treffen wir Park Song-ho vom Volkskomitee Wonsan. Sein Job heute? Uns ein paar Stunden lang die Stadt zeigen. Wonsan soll Touristenhochburg werden, so der Plan. Früher war die Stadt Verbindungshafen zum etwa 600 Kilometer entfernten Japan. Doch damit ist es vorbei. Aufgrund der Sanktionen stoppte Japan den Schiffsverkehr bereits 2006. Seitdem liegt diese Fähre hier im Hafen fest.
In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Schlagzeilen über sogenannte Geisterschiffe. Nordkoreanische Fischerboote, die an Japans Küste gespült wurden, oft mit Leichen der Besatzung an Bord, der Sprit und Lebensmittel ausgegangen waren. Von solchen Schiffen habe ich noch nie gehört. Doch aus anderen Häfen sollen Schiffe schon mal aufgrund von Motorschäden durch die Strömung nach Japan getrieben worden sein. Die Besatzungen wurden dann zurückgeschickt. Viele Schiffe sind in schlechtem Zustand, da aufgrund der Sanktionen keine Ersatzteile geliefert werden. Doch Park Sung-ho sieht selbst im Mangel noch Gutes. Uns machen die Sanktionen keine Probleme. Auch wenn uns die Trump-Regierung bis zum Ende unserer Tage sanktioniert, werden wir Koreaner unter Führung des verehrten Marschalls Kim Jong-un unsere eigenen Produktionsstätten errichten und immer stärker werden. Die Muschelzucht Wonsans war vor dem Embargo eine der größten Einnahmequellen der Stadt. Heute wird notgedrungen nur noch für den lokalen Markt produziert. Park Sung-ho vom Volkskomitee möchte uns noch zu einem Vorzeigebetrieb der Stadt bringen. Die Maebong-san-Fabrik. Wieder einmal Diskussionen, was wir filmen dürfen und wichtiger noch, was nicht. Die Gründe für uns, wie so oft, undurchschaubar. Keine Filmaufnahmen im Traditionskabinett. In den Werkshallen dagegen sollen wir filmen. Stolz erzählt die Fabrikleiterin von motivierten Arbeitern, die dankbar sind, dass ihnen der Staat diesen Arbeitsplatz zugewiesen hat. Unzufriedenheit, Proteste gar, in Nordkorea gibt es das nicht. Überall hängen Plakate und Spruchbänder. Sie sollen die Produktivität weiter steigern. Schlagt den Feind ohne Gnade. Erhebt euch und haltet das Feuer der Revolution am Brennen. Arbeitet, damit der Fortschritt nicht aufgehalten wird und das Land weiter gedeihen kann. Botschaften, die Nordkoreanern ein Leben lang eingetrichtert werden. Dass die Arbeit mit Klebstoffen und ohne Schutz gesundheitsschädlich sein könnte, bestreitet die Leiterin. Das ist völlig unschädlich. Seit einem Jahr sitzt die 19-jährige Kim Hü am Fließband. Uns interessiert, warum sie keine Handschuhe trägt. Eine Frage, die unser Aufpasser Herr Hamm überflüssig findet. Handschuhe würden sie bei der Arbeit hindern. Ohne geht es einfach besser. Das ist aber auch allgemein bekannt, deshalb ist die Frage einfach unprofessionell. Wir könnten doch etwas anderes fragen. Etwa, ob sie stolz sei, hier zu arbeiten. Die Antwort? Keine Überraschung. Es ist eine große Ehre, hier zu arbeiten. Und für wen sind die Schuhe? Bis vor ein paar Jahren wurde nach Russland exportiert, erfahren wir. Seit Beginn der Sanktionen bleibt nur noch der heimische Markt. Rückfahrt nach Pjöngjang, wieder vorbei an Panzersperren. Es gibt keine Reisefreiheit in Nordkorea. Wer reisen möchte, braucht einen Passierschein. Das gilt besonders für die Hauptstadt. Einfach spontan hinfahren geht nicht. Wer hier lebt oder wenigstens sein Kind auf ein Internat schicken kann, hat viel erreicht im System Kim Jong-un. Gleich neben dem mächtigen Stadion des 1. Mai liegt ein Vorzeigeprojekt des nordkoreanischen Sports. Die Fußballschule. Tausende Schüler hoffen jedes Jahr auf einen Platz in dieser Eliteschule. Nur rund 30 Kinder pro Jahr werden berufen. Für diese Auserwählten gilt maximale Leistungsbereitschaft und Systemtreue. Unser großer Führer Kim Jong-il hatte persönlich die Idee zur Gründung dieser Schule. 2013 wurde sie eröffnet und auch von unserem hochverehrten Marschall Kim Jong-un mehrfach besucht. Schulen wie diese, die unter Beobachtung des Führers stehen, genießen Vorzugsbehandlung.
Zwischen 7 und 12 Jahre alt sind die Kinder hier. Nicht für jeden reicht es nach der Schule zu einer Fußballkarriere. Regimetreue dagegen lernt jeder. Besuch in einem der Schlafräume. Kinder sollen wir hier drin nicht filmen. Das hier ist ein Zimmer für Jungs, junge Jungs. Sie haben Stockbetten, anders als die Mädchen und die älteren Jungs. Jungen haben einfach mehr Spaß in Stockbetten. Sie können hier spielen und toben. 10 Jungs in einem Bett. Unter den Blicken der Kim-Dynastie. Die stellvertretende Schulleiterin erinnert sich noch an den Besuch des amtierenden Diktators. Wir nennen das hier den Indoor-Fußballplatz. Als die Schule eröffnet wurde, hatten wir hier noch kein Dach. Als unser großer Marschall Kim Jong-un unsere Schule besuchte, schaute er nach oben und sagte uns, dass es doch schön wäre, hier ein Dach zu haben, damit die Schüler auch im Regen und Schnee trainieren können. Dann bauten wir ein Dach. Ein Dach für die Schüler. Selbst um solche Details kümmert sich Kim Jong-un. Der Diktator als fürsorglicher Vater. So sollen ihn die Menschen wahrnehmen. Und lernen, dass sie ihm Dank schulden und absolute Loyalität. 5 Stunden Training am Vormittag, 4 Stunden am Nachmittag. Leichter Schneefall gilt als gutes Wetter, also wird draußen trainiert. Unser Wunsch, mit einigen Jungen zu sprechen, wird zunächst abgelehnt. Ich habe Ihnen schon vorhin gesagt, dass wir sicherstellen müssen, dass unsere Schüler immer die gleichen Bedingungen haben. Die Schule gestattet nicht, dass diese Routine unterbrochen wird. Es ist einfach nicht gut für sie. Routine hin oder her, die stellvertretende Schulleiterin macht für uns eine Ausnahme. Wir dürfen einen Jungen fragen, was er am besten an seiner Schule findet. Es ist großartig, in der Schule, die der große Führer für uns gebaut hat, lernen und trainieren zu dürfen. Dies erfüllt mich mit großem Stolz. Kindheit in einem totalitären Staat. Da ist wenig Raum für Spontanität oder gar Aufbegehren. Nach Tagen totaler Überwachung geschieht etwas völlig Unerwartetes. Unsere Begleiter erlauben uns, eine Stunde mit der Kamera in der Stadt herumzuspazieren, ohne sie, ganz unbeobachtet. Doch sprechen dürfen wir mit niemandem. Nur wenige Passanten riskieren einen verstohlenen Blick auf uns. Das ausländische Fernsehteam. In ganz Nordkorea, aber vor allem in Pjöngjang soll sich laut internationalen Hilfsorganisationen die Nahrungsversorgung in den letzten Jahren verbessert haben. Unter anderem deshalb, weil die Bauern heute einen kleinen Teil ihrer Ernte auf lokalen Märkten selbst verkaufen dürfen. Aber filmen dürfen wir dort nicht. Der nächste Morgen. Man bringt uns zum Potlanggang-Kaufhaus, wo neben anderen Dingen des täglichen Bedarfs auch Lebensmittel angeboten werden. Aber wieder gibt es ein Problem. Was dürfen wir und was nicht? In diesem Geschäft sind Kameras verboten. Nach längerer Diskussion bekommen wir die Erlaubnis, wenigstens im Eingangsbereich zu filmen.
Preisschilder sind tabu. Wer kann, bezahlt in der Währung des Erzfeindes USA in Dollar oder zu hohen Preisen mit nordkoreanischen Won. Eine bestimmte Menge Reis und Kohl gibt es für jeden Bürger umsonst. Alles andere, vor allem importierte Waren, sind teuer. Sogar Gurken und eingelegter Knoblauch. Der Mangel nicht offensichtlich, aber überall spürbar. Die Wohnungen seien selbst in Pjöngjang meist unbeheizt und oft ohne Strom, hören wir. Jeder Nordkoreaner, so lernen wir, bekommt seine Wohnung vom Staat zugewiesen. Dass es große Unterschiede gibt, ahnen wir. In diesem Apartmenthaus in bester Lage dürfen wir endlich einen privaten Haushalt besuchen. Natürlich eine ausgewählte Familie. Nur Frau Kim Mi-ran ist zu Hause. Alle anderen sind ausgeflogen. Mit Kind, Mann und Großeltern bewohnt Frau Kim unglaubliche 220 Quadratmeter. Ihr Großvater ist Professor und wurde für seine Treue zum Regime mit dieser Wohnung belohnt. Miete zahlt die Familie nicht. Von Frau Kim werden wir wohl nur Gutes über das Leben in Nordkorea hören. Kim Mi-rans Mann spielte Anfang der 1990er Jahre in der nur kurzzeitig vereinigten Fußballnationalmannschaft von Nord- und Südkorea. Er hat in dem vereinigten Team als einziger ein Tor geschossen. Erinnerungen an seinen großen Auftritt in der indonesischen Hauptstadt Jakarta. Hier sehen Sie unsere Küche. Der große Wassereimer verrät, fließend Wasser ist auch hier nicht alltäglich. Eine Dose Nescafé, echter Luxus. Die kostet hier umgerechnet rund 12 Euro. Das sind mehr als 10% eines normalen Monatsgehalts. Nicht nur unsere Aufpasser kontrollieren jedes Wort von Frau Kim. Zum Überwachungsapparat gehört auch der sogenannte Hausvorsteher. Mein Mann und meine Großeltern waren schon oft im Ausland. Doch wenn sie heimkehren, sagen sie immer, auch wenn es woanders schön aussieht und mehr glitzert, ist unser Land das Beste, denn nur hier kann man gut und glücklich leben. Frau Kim und ihre Familie gehören zur Oberschicht. Jemand wie sie hat allen Grund, das System zu loben. Vieles bleibt ungesagt, vieles verborgen. Für uns und für die Nordkoreaner selbst. Wie es in den Köpfen der Menschen wirklich aussieht, haben wir bei dieser Reise nicht erfahren. Individualität ist verpönt. Der einzelne Mensch muss sich den Werten der Dynastie Kim wenigstens nach außen bedingungslos unterordnen. Das ist die oberste Regel in diesem rätselhaften Land.